So, frisch ausgeschlafen. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar Ställe. Oder Treppen. Treppen wäre eigentlich noch besser, weil die sind günstiger in der Herstellung, ne? Sehen aber scheiße aus. Naja, gut, Holz haben wir eigentlich auch genug. Wenn ich mir das hier so angucke. So, dann machen wir nochmal diesen hier und jetzt muss ich mal überlegen, wir machen das mal so. Und mach ich eine Zaun, nicht Ochse. Ich bin komplett bekifft, ey. Mach ich da? Hilfe! Mutti, so. Schilder. Mit der Fackel in der Hand. Diese blöde Stufe hier nervt auch immer wieder. Muss jetzt auch mal einfach nur mal so erwähnen. Ist auch mega duster immer, ja? Scary! Ist schon Pizza gespawnt? Nee. Ja, Glück haben wir ja Licht gemacht, wa? Das kann man eben weg, das kann man eben weg. Die Axt könnte theoretisch auch mal weg. Dafür nehme ich lieber mal so ein, zwei Schilder. So, Le Monster kommt hier angeschwemmt, das heißt, hier muss auf jeden Fall ein Schild hin. Und hier muss ein Schild hin, damit ich da... Blöde. Muss mal überlegen. Muss ich da... Ich hab doch auch immer Schilder hingemacht, ne? Nee, nicht A und auch nicht B. Echt? Hab ich das so gemacht? Kann mich gar nicht erinnern. Das ist das Monster. Das Wasser geht ja bis hier, wird dann quasi reingespült und dann schwimmen die ja automatisch immer hoch. Das ist ja der Trick. Tick, Trick und Track bei der Sache. Dann brauche ich ja 5 Tonnen Schilder hier. Ey, hör mir auf, ey. Ja gut, hier machen wir das ja ab. Hier machen wir das ja anders, der. Ne? So. Und da oben kommt ja auch wieder Wasser hin. Ich weiß gar nicht, ob das am Ende da oben mit hinhaut. Ich bin jetzt mal total gespannt. Ich habe das jetzt nicht mal nicht so kalkuliert. Ne, hier kommt dann ein klein Monster, kommt hier geschwommen, wa? Kommt hier so rein, flop, flop und ist hier oben, wo es nichts mehr sieht. Das Ende war mal eben hier Lichtverhältnisse mäßig. So, dann kommt das Monster hier hin. Ne? War? Jetzt brauchen wir wieder 2 Schilder. Flup, flup. Ach so, und Wasser wäre auch cool. Dann sehen wir gleich, ob wir es umbauen müssen. Ich Ochs könnte auch eine Leiter an der Seite bauen, das wäre viel einfacher. So, dann muss da ein Schild hin. Oh, dann hat der mittlerweile das Spiel stehen, oder? Das war vorher anders. Wenn du so gemacht hast, ging das alles weiter. Cool. Flugwasser und Flugwasser. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich werde ich jetzt einfach weggeschwemmt. Jetzt könnt ihr nichts mehr sehen. Wir sind in der oberen Ebene angelangt. So, jetzt sind sie halt hier. Das ist das Problem. Und ich bin jetzt noch nicht so ganz im Reinen mit mir. Die müssten jetzt ja hier reinfallen. Das wäre so Sinn und Zweck der Sache halt, ne? Nur jetzt ist es natürlich so, dass hier die Wasserquelle ist. Gut, die können wir ja, wir können das ja auch mit Wasser hier füllen. Ups. Aber dazu müssten natürlich
ist ein bisschen viel Dings jetzt. Bisschen viel Wasser, oder? Hier müsste doch theoretisch da ein Schild hin. Guck mal. Wasser. Nee, da war schon mal nicht das Schild. Kann ich mal die Axt haben? Das dauert jetzt 100 Jahre. Geil! Was eine Fingerübung hier. So, Wasser, Luft, Wasser, Luft, Wasser. Ich komme nicht hoch. Das könnte von der Theorie schon funktionieren, nur hier werden sie ja weggeschwemmt. Das heißt, hier muss auch noch stilles Wasser hin oder es muss halt auch in die Richtung sich bewegen. Wir probieren das mal mit stillem Wasser. Weiß nicht, ob das funktioniert. Kann man das ausprobieren? Können wir nicht jetzt warten, bis hier 100 Mobs spawnen und dann auf gut Glück die Kacke probieren? Wir können ja einfach das Ding hier... Ah, ist ja schon voll. Ja, da ist er aber im stehenden Wasser hier. Das ist das Problem, was mich noch so ein bisschen... Dann ist der Mob erstmal hier. Ja, und hier steht er dann unter Umständen rum. Gut, der wird sich dann bewegen. Können wir mal von ausgehen. Plätscher, Plätscher und studier, so. Diese Spawning Floor hier, der ist auch relativ niedrig, oder? Hier ist höher. Wir müssen das mal hier ausbauen, jetzt hier, da, Dingens. Wa? Ja gut, hier sind wir schon auf Erdeebene. Scheiße. Da sehe ich schon so ein Problem. Achso, hier hinten wollte ich ja gar nicht so weit ausbauen, weil die haben ja keinen, die gehen wir ja nicht mit Wasser an die Sache ran. Das heißt, hier sind wir ja sowieso. Naja, egal. Was ist denn hier hinten dran? Ist das schon diese? Nee. Und hier? Müssen wir da schon aufpassen? Nee, ne? Ja, genau. Geh einfach alles kaputt. Ich hab ja... nein, jetzt bin ich hier reingefallen. Ich bin nie wieder raus. So, und wir gehen mal hier eben da so rein. Hier ist ja ein Crafting-Tabel. Tableau quasi. So. Das mal eben hier, ne? Wa? Und dann können wir eigentlich auch gleich neue Hacke machen, weil die Diamantpicke, die wird es auch nicht so lange durchhalten, denke ich mal. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir die Tür wieder zumachen. So, und schreddern hier eben nochmal einiges mit weg. Das ist hier die Enderman-Spawn-Ecke sozusagen. Weil der hat halt hier mehr Platz. Da hatte ich, glaube ich, einfach keinen Bock mehr, kann das sein. Wäre ja auch möglich. Oh, das war schnell buddeln war das. Manchmal buddelt der total schnell. Die Pike ist ja noch verzaubert, aber die Schaufel war ja nicht verzaubert. So, haben wir hier mal ein bisschen was Höheres auch, dass hier auch mal einiges spawnen kann. Und auch hier könnte man das eigentlich machen. Spawning Floors.
kann man wahrscheinlich im Video schlecht erkennen, weil es ist doch Verhältnis. Verhältnismäßig dunkel. Lalalala, wir schreddern einfach mal den halben Berg hier weg. Ich hätte vielleicht sollen irgendwie das im Kreativ oder so machen. Da steht einfach nur noch hier durchlaufen und so klack, 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 klack und alles ist weg. Geil, wäre ja cool. Aber meine Hacke macht jeden Augenblick bling. Ich mag das Geräusch eigentlich überhaupt nicht. So, wir schneiden hier einfach mal kräftig was weg. Dass unsere Monsters hier auch mal fein was spawnen können, ne? Höhlengeräusch ist auch immer nett. Komm, warte, geh schon kaputt. Naja, siehst du, wusste ich doch. Oh, es geht ja schon merkbar langsamer. Ich sollte mir eine cheaten. Ich sollte mal so, too many items drauf machen und einfach mal so ein bisschen was cheaten hier. Das ist, geht ja gar nicht so weiter hier. Wir spielen jetzt 284 Millionen Folgen und ich renne mit einer Eisenpicke hier rum, weil ich zu geizig bin, die drei Diamanten, die ich gefunden habe, zu verwehren. Naja, gut. Kommentiert das Let's Play. Da hat man ja Zeit, jede Menge zu reden. So, die Spawning Floors sind ja massig groß. Jetzt könnte man natürlich hier wassermäßig auch mal einfach nochmal ein bisschen weitergehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achso, dann müsste ich natürlich dann auch höher gehen. Blöde. Mache ich das oder mache ich das jetzt nicht? Ich muss ja hier quasi so aufsetzen. Da springen die doch auch rein, bestimmt. So wie ich die kenne, so hohl wie die sind. Weil ich kann das ja hier schlecht tiefer machen, dann passt es ja hier nicht mehr. Upsala. Schluck's auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Achten brauchen wir nicht. Irgendwie sehe ich hier nichts. Kann das sein? Oder guck mir das jetzt nur so vor. Wollen wir den Spawning Floor jetzt hier mal so machen? Keine Ahnung, wir machen das einfach mal so. Ah, und jetzt kommt mir bitte mit, ey Steffen, das ist überhaupt nicht optimal, alles was du da machst, das geht viel besser und guck mal hier und schau mal da und mach mal den. Ist schon klar. Hab jetzt aber auch keinen Bock hier, mir nochmal die super optimale Mobfalle hier bei YouTube reinzuziehen. Ich habe auch schon ein paar davon gebaut, aber wollen wir es mal nicht übertreiben. Ich habe auch so einen schönen Spawn-Tower mal gemacht mit zig Floors, wo dann die ganzen Monster alle spawnen in verschiedenen Dingen. Da geht natürlich schon was unten raus, so am... in der Loot-Section sozusagen. Da hast du natürlich dann auch einiges, was da rauskommt. Aber darum geht's mir ja gar nicht. Ich will ja jetzt hier gar nicht zeigen, wie man die super Mob-Maschine hier baut und Killing und Tralala und Loots hoch 1000, sondern einfach nur halt ein Projekt halt. Ne? Wir sind im Let's Play, wir müssen ja auch mal irgendwas bauen. Wir können ja hier nicht nur rumgammeln und Geschichten erzählen. Also bauen wir halt mal einfach so eine Mob-Fallen-Gedöns hier, so ganz simpel alles. Ganz billig, nur noch 15 Aliware und so und fertig. Ne? Also ihr, natürlich dürft ihr gerne was posten, ihr seid ja megamäßig dazu aufgerufen. Es posten ja viel zu wenig Leute in meinem Channel. Oder ich kriege viel zu wenig Messages, das ist ja echt bedauerlich. Aber wie die wenigen meiner doch sehr fleißigen und treuen Zuschauer sagen, Steffen, du hast viel mehr Let's Plays, viel mehr Follower und so verdient, weil deine Let's Plays sind cool. Das ist doch schon mal was. Da kann man schon mal mit arbeiten hier, ne? Achso, ich soll vielleicht Wasser hier auch mal reinmachen in die Rinne, ne? Das wäre ja auch keine mal so schlechte Maßnahme. Wir hüpfen mal hier runter.
Nimm mal den kurzen Weg. Sozusagen. Plupp, plupp. Und gehen wir wieder hoch. Der Fahrstuhl funktioniert ja für uns genauso schön. So, hier hinten ist noch dunkel, und ich spawn da jetzt nicht gleich irgendwas. Obwohl, wir sind ja noch ein paar Meter weg. So, wunderprächtig. Jetzt klingelt mein Handy, das ist auch immer gut, wenn das ab und zu mal klingelt, dann weiß man zumindest, dass die Scheiße funktioniert noch. So, hier mal rüber hüpfen, da können wir uns gleich drum kümmern. Das ist ja echt so hell, weil eine Fackel hängt. Wie ist eigentlich so dunkel? Moment mal, die machen wir eben weg hier. So, jetzt sind wir hier. Die können wir dann nochmal lassen. Weil jetzt müssen wir ja hier ausbauen. Die müssen wir jetzt ja ein bisschen was wegnehmen. Weil sonst spawnt ja hier auch nichts, ne? Wenn hier, ne? Wisst schon. Wollen wir da schon hier bewässern? Ne, das machen wir am Schluss. Da teilen wir uns natürlich jetzt mal auf hier, wa? Wird jetzt eh hier dunkler. Muss ich schneller mal ausleuchten, damit ihr auch was seht. Achso, hier kann ich ja schon fast wieder so, so ein Querdingens machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnte man natürlich hier schon mal, ne? Ihr wisst schon. Spawning Floor hoch 1000. Dann müsste ich quasi hier das Wässerchen machen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So soll das hier aussehen später. Nein! Doch, hat noch bestimmt. Was ist denn hier los? Guten Tag auch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hoch! Entzückend! Na, dann ist doch mal ausbaufähig. Knurrt schon. Lalalala, da haben wir doch hier gleich unseren Floor erweitert quasi. Ich mal hier durch die Wand brechen hier. So, also nicht so, sondern so halt, ne? Da müsste ich ja eine Ebene nach oben gehen. Ach, wie blöde. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal Waterloo. Waterloo? Flup. Flup. Ne? Weil hier müssen wir dann eh eine Ebene hochgehen. Ungefähr so. Wäre natürlich funny, wenn wir jetzt hier einfach mal so eben das Ding jetzt hier aufreißen. Mit dem Hohlraum ist das natürlich viel schöner. Das hat genau hingehauen. Das ist ja ein Traum sozusagen, ne? Ich muss die blöden Fackeln mal auf den Boden stellen, weil das am Wenden ist, ist für den Arsch. Das ist so Macht der Gewöhnung. Aber ich glaube, wir machen uns mal so eine Diamantgeschichte hier, oder? Und eine Tür. Wie ist denn das Wertebefinden? Es ist Nacht. Gut, dann pennen wir jetzt sowieso mal und machen hier einen kleinen Cut. Dann kann ich hier den Kunde da mal zurückrufen oder was auch immer das war. Und ja, dann machen wir einen sauberen Schnitt und dann machen wir uns den Diamantpike und dann legen wir auch gleich dann weiter los, ne? Also bis gleich, gute Nacht und Baum des Lebens, Mobfalle und ihr wisst ja, bis gleich und tschüss und ciao.